Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen erreichen mich manche E-Mails oder Briefe aus unserem Erzbistum und aus ganz Deutschland, die sich darüber beklagen, dass in unseren Kirchen keine Gottesdienste stattfinden. Und das seit einigen Wochen. Ich kann das gut nachvollziehen und verstehen. Mir geht es ähnlich. Ich bin auch traurig über das Osterfest, so wie wir es in diesem Jahr feiern mussten. Es hat mir doch viel gefehlt. Und es fehlen mir die Begegnungen in den Gemeinden. Es sind keine Firmungen, keine Gottesdienste feierlicher Art vor Ort. Manche sagen dann, die Kirche zieht sich ganz zurück. Sie verabschiedet sich sozusagen aus der Gesellschaft und aus dem öffentlichen Leben. Ich glaube, das ist mitnichten der Fall. Wir sind als Kirche präsent. Wir feiern Gottesdienste. Wir feiern Gottesdienste zu Hause. Wir streamen Gottesdienste und viele beten und feiern diese Gottesdienste zu Hause in ihren Wohnungen wirklich mit. Sie sind einfach mehr als Zuschauer oder Zuhörer, sondern wirklich Mitfeiernde. Unsere Kirchen sind nach wie vor da, wo es üblich ist, auf. Man kann hineingehen und viele tun das, Gott sei Dank, zum persönlichen Gebet. Aber eins ist mir wichtig, deutlich zu machen. Wir schöpfen aus unseren Gottesdiensten Kraft und deswegen ist es gut, dass wir jetzt keine gottesdienstfreie Zeit haben. Aber unser christliches Leben erschöpft sich nicht in Gottesdiensten. Es ist viel breiter. Unser christliches Leben lebt vom Gottesdienst, aber es führt dann auch in die Tat hinein. Der Glaube will umgesetzt werden und der Glaube will natürlich bezeugt werden in einem Glaubenszeugnis. Und deswegen gehören Liturgie, Martyrie und Diakonie wie ein Dreiklang zusammen. Und wir sollten nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich bin allen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, allen Menschen in unseren Gemeinden sehr dankbar dafür, dass sie jetzt ihren Glauben leben. Dass sie das oft auf sehr kreative und neue Art und Weise tun. Ich wundere mich über vieles, was da entsteht und wie zeitgemäß das daherkommt. Und ich glaube, all das ist ein Versuch, unser Leitwort im Erzbistum Hamburg aus dem pastoralen Orientierungsrahmen ins Leben umzusetzen. Wir wollen Kirche in Beziehung sein und zwar gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Deswegen mein ganz herzliches Dankeschön allen, die das jetzt auf ihre Art und Weise tun und versuchen. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal begegne ich in diesen Tagen Vergleichen, die nach meinem Dafürhalten hinken. Da sagen Leute, wir leben wie im Krieg, nur ohne Bomben, oder wir leben wie im Gefängnis. Gott sei Dank leben wir nicht im Gefängnis und Gott sei Dank leben wir nicht im Krieg. Die Situation ist anders. Es ist eine Pandemie und deswegen hinken diese Vergleiche. Und wir leben in einer Situation, die kaum jemand von uns, fast niemand, noch vor einiger Zeit für möglich gehalten hätte. Deswegen gibt es keine Vorstücke und keine Vorerfahrungen, sondern wir müssen sozusagen unser Handeln jetzt neu erfinden. Und das läuft in unserem Land. Und deswegen sage ich ausdrücklich ein Dankeschön auch den Regierungen, den Behörden, den Verwaltungen, allen, die jetzt sehr verantwortlich wichtige Entscheidungen treffen. Und ich danke allen, den sogenannten Helden und Heldinnen des Alltags, die jetzt einfach solidarisch füreinander da sind, in den Krankenhäusern, in den Altenheimen und wo auch immer sie, der eine für den anderen, einsteht und sich um ihn kümmert. Es ist wirklich eine großartige Welle der Solidarität, die wir jetzt in unserem Land spüren dürfen. Herzlichen Dank jedem Einzelnen für all das. Liebe Mitchristen, einer der Vergleiche, der jetzt oft gebraucht wird, lautet, wenn wir doch in den Baumarkt gehen können, warum denn dann nicht auch in die Kirche wieder zum Gottesdienst? Ich glaube, auch dieser Vergleich ist nicht so ganz richtig. Kirche ist ja kein Baumarkt. Wenn, dann müssten wir schon unsere Gottesdienste eher mit Mählern
vergleichen. Wir feiern das Opfermahl Christi in der Eucharistie. Und unsere Hotels, unsere Gaststätten, unsere Restaurants sind im Moment auch noch alle zu. Ich glaube, wir brauchen jetzt Geduld. Wir brauchen einen langen Atem, weil ich nicht davon ausgehe, dass Corona in ein paar Wochen vorbei ist, sondern das wird uns längerfristig beschäftigen. Und deswegen müssen wir auch damit rechnen, dass es bei allen Fortschritten immer wieder auch einzelne Rückschritte geben wird. Seien wir also nüchtern, bedacht und klug bei allem, was wir jetzt tun und entscheiden. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind derzeit in Gesprächen mit den Pfarrern und unsere katholischen Büros in Hamburg, Kiel und Schwerin sind dort in Gesprächen mit den Landesregierungen, mit den Gesundheitsämtern und verschiedenen anderen Institutionen, um die Fragen zu klären, die jetzt anstehen. Welche Kirchen sind gerade jetzt für den Gottesdienst besonders geeignet und welche weniger? Wie gehen wir um mit besonders vulnerablen Personen? Wie ist es zum Beispiel mit den Priestern, die schon in höherem Alter sind? Sollen sie jetzt Gottesdienst feiern oder besser nicht? Alles läuft auf die Frage heraus, wie können wir jetzt würdig Gottesdienst feiern, ohne einander zu gefährden? Wir sind alle füreinander da, der eine hängt vom anderen ab und es kommt jetzt auf ein solidarisches und nicht ein egoistisches Handeln an. Wir halten Sie über die Ergebnisse auf dem Laufenden und ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich erst wieder am 2. Mai-Wochenende in unseren Kirchen Gottesdienste feiern werden. Bis dahin bleiben Sie behütet. Bleiben Sie beschützt und gesegnet und ich bin mir sicher, wir sind in dieser Zeit nicht allein, sondern Gott ist ganz gewiss mit uns auf dem Weg. Für mich ist das schöne Evangelium von den beiden Emmaus-Jüngern hier bezeichnend. Die zwei sind auf dem Weg und der dritte, Jesus, der Auferstandene, geht mit ihnen, aber sie erkennen ihn erst nicht. Gott ist vielleicht wie so ein Unbekannter mitten unter uns. Und deswegen können wir voller Hoffnung und Zuversicht gerade jetzt unseren Weg weitergehen. Gott segne Sie. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ihr Erzbischof Stephan aus Hamburg.